Das Jahr geht schon langsam zu Ende und irgendwie bin ich ganz froh, dass das Jahr 2020 um ist. Excuse me? Wir haben 2022. Auch wenn ich die Jahreszeit Januar, Dezember, November, ist nicht so meine Jahreszeit. Ich bin nicht so der Wintermensch, ich bin so ein richtiger Sommermensch. Nichtsdestotrotz sind jetzt 4 Jahre ins Land vergangen, dass ich diesen YouTube-Kanal habe. Ich habe vor 4 Jahren angefangen, zum Spaß nebenbei einfach so Videos zu machen, wie man richtig Motorrad auf der Rennstrecke fährt. Wenn ich mir heute meine Videos anschaue, dann ist das so, naja, ich denke, die Videos haben sich, oder das, was ich gesagt habe in meinen Videos am Anfang, deswegen sind sie auch noch online, ist ganz wichtig zu wissen, war aus heutiger Sicht nicht verkehrt, nicht falsch. Ich sehe nur mittlerweile manche Dinge ein bisschen aus einem anderen Blickfeld. Das heißt, grundsätzlich unterstreiche ich nach wie vor das, was ich in meinen ersten Videos für fahrerische Tipps gegeben habe. Aber ich würde es heute vielleicht anders formulieren oder es würde heute vielleicht was dazukommen oder irgendwas wegkommen, wo ich mir denke, das ist gar nicht so wichtig oder dafür ist was anderes wichtiger. Und das ist auch normal. Viele haben mich dafür kritisiert, dass ich mich manchmal widersprochen habe in Videos, die 2 Jahre Differenz haben. Das mag auch stimmen und ich bin der Meinung, dass das auch richtig ist. Es wäre aber falsch, das alte Video zu löschen, weil das nicht grundlegend falsch war, sondern durch Erfahrungen haben sich meine Meinungen geändert und das ist ein Prozess. Und wenn ich behaupten würde, ich würde nichts dazulernen, dann wäre ich ein Idiot. Und ich muss ja dazulernen. Ich denke, jeder lernt dazu und wir lernen letztendlich ja nur aus Fehlern, die wir im Leben machen, aus Fehlern, die wir auf dem Motorrad machen. Und daraus lernen wir, wie wir es besser machen müssen. Das ist menschlich und da rede ich auch ganz offen drüber. Und ich denke, ich habe sehr viel gemacht in den letzten Jahren, habe auch sehr viele Fehler gemacht, auf die ich nicht immer stolz bin, aber die haben mich letztendlich dahin gebracht, wo ich heute bin und da fühle ich mich ganz wohl und bin ganz happy, dass es letztendlich so gekommen ist. Die ersten Videos, die waren natürlich, da war man natürlich irrsinnig nervös. Das bin ich heute übrigens immer noch, jedes Mal, wenn ich ein Video mache, dann bin ich nervös dabei. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ich könnte das Video löschen und nie wird es jemand sehen und dann gäbe es keinen Grund zum nervös sein, aber es ist immer wieder eine gewisse Aufregung. Es macht einem so ein bisschen wuschelig. Das ist, ich glaube, jeder, der Videos macht, kennt das und kann das bestätigen, nachvollziehen, wie auch immer. Und ja, die Videos haben sich dann verbessert und die Reichweite war am Anfang relativ schnell sehr groß, muss ich sagen. Und dann sind auch die einzelnen Motorradhersteller auf mich aufmerksam geworden und so weiter. Ne? In erster Linie war mal die Frage, wie finanzieren wir das Ganze? Also das YouTube-Videos machen, von YouTube-Leben funktioniert in dieser Größenrichtung nicht, auch aus heutiger Sicht nicht. Ich kann es ganz ehrlich sagen, wir nehmen mit YouTube, also das Geld, was wir von YouTube monatlich bekommen, das sind so $400 bis $500 an Werbeeinnahmen. Das ist quasi diese Werbung, die ihr am Anfang vom Video seht. Ja, damit finanzierst du weder dein privates Leben noch irgendjemand anders. Aber da sind zumindest einmal die Kosten von Adobe-Schnittprogrammen, Mac-Leasing und so, das ist damit bezahlt. Also so ein Tropfen auf den heißen Stein. Also davon kann man nicht leben. Also man braucht quasi in meiner Größenordnung. Es gibt Größenordnungen, also ne, so die 1, 2, 3 Millionen Abonnenten haben, die können davon leben, logischerweise. Das multipliziert sich ja. Also braucht man natürlich eine andere Geschichte, um letztendlich irgendwo diese YouTube-Geschichte zu finanzieren, was mir einen irrsinnigen Spaß gemacht hat, meine Fantasie, meine Kreativität in was zu verpacken, also in ein Video zu geben, in Informationen rauszugeben, jemandem dabei zu helfen, selbst dabei zu lernen, währenddessen ich quasi helfe. Das kommt ja auch dazu. Das ist ja nicht so, dass ich immer schon allwissend bin, ich bin immer noch nicht allwissend, aber ich habe ja auch, egal ob es ein Seminar ist oder was ich mache oder ein Coaching war, was ich mache, ich habe ja immer dazugelernt, währenddessen ich jemand was beigebracht habe. Und somit hat jeder davon profitiert im Endeffekt. Aber man musste das ja finanzieren, weil es kam letztendlich kein Geld damit rein und ich hatte am Anfang ein bisschen Erspartes, es war relativ schnell weg. Ich glaube, der Steuerberater hat gesagt, ich bin nicht ganz dicht. Muss man auch viel investieren, weil so Video-Equipment etc., da bist du gleich mal 15.000, 20.000 los, wenn du da ein bisschen was machen willst. Und dann ging das halt dahin und dann blieb mir im Endeffekt nichts anderes übrig, außer Coachings zu machen. Coachings auf der Rennstrecke mit euch, mit vielen von da draußen im Kreis zu fahren. Und ja, das war eine harte Zeit, weil
Ich war viel unterwegs. Also ich war echt viel unterwegs. Ich war 3-4 Mal im Monat auf der Rennstrecke. Ich war mehr unterwegs als zu Hause und das letztendlich schon über viele Monate. Also eigentlich dreiviertel Jahre war ich echt weg, Sommer als auch Winter, weil da hätten die Einnahmen im Sommer ja doppelt so hoch sein müssen, dass ich im Winter davon hätte leben können. Also musste ich ja im Winter auch weg. Also waren wir in Spanien und haben da Coachings gemacht. Und ja, ich bin verdammt viel Motorrad gefahren. Also wirklich verdammt, verdammt, verdammt viel. Und es ging dann letztendlich auch so weit. Es war vor allem jetzt dieses Jahr auch so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich will nach Hause. Ich will echt nach Hause. Ich habe keine Lust mehr gehabt, weg zu sein. Wenn du dauer weg bist, wenn du dauer im Ausland bist, nicht mehr zu Hause bist, dein eigenes Zuhause nicht mehr siehst und jemanden brauchst, der deinen Rasen mäht, weil du nicht zu Hause bist, du kannst nicht mal deinen eigenen Rasen mähen. Und du irgendwann mal zu Hause, wenn du nochmal dort bist, in den Keller gehst und sagst, in dem Keller war ich schon ein halbes Jahr nicht mehr, hä? Was ist denn hier passiert? Dann weißt du, dass irgendwas hier gerade, ne? Also das kippt so über. Und es war krass, weil es war echt nicht schön. Ich habe einen Dauerheimweh gehabt. Auch wenn ich quasi daheim war, war ich nicht richtig daheim. Ich war quasi körperlich vorhanden, aber ich war nicht präsent. Weil ich quasi die ganzen Erlebnisse auf den Rennstrecken mit vielen Menschen permanent diesen Informationsüberschuss, den man permanent bekommt, das musste ich ja erstmal verarbeiten. Und das geht nicht in einem Tag. Das geht nicht in einem halben Tag. Das geht auch nicht in einer halben Woche. Und dann war die Woche schon wieder um und dann musste ich schon wieder weg. Und von dem her, das war keine einfache Zeit. Und ich habe somit eigentlich ständig gearbeitet. Es gab keinen freien Tag in den letzten 4 Jahren. Das war permanent Arbeit. Es gibt nach wie vor keinen freien Tag. Allerdings, jetzt muss ich sagen, durch die vielen Coachings haben wir natürlich auch viel gelernt. Dann kam die Fahrwerksgeschichte dazu, wo ich irrsinnig motiviert und fokussiert in dem Bereich bin und mich da brutal reinhänge. Das macht mir so enorm viel Spaß, die Kombination aus dem Fahrerischen und auch aus dem Technischen in ein Produkt zu bringen, das irgendjemand da draußen was hilft und dabei sogar meistens hier in der Firma oder zu Hause sein kann. Das ist für mich, war der Wunsch und das geht jetzt schon langsam so auf, aber ich musste dafür echt, echt, echt hart kämpfen. Und dieses Rennstreckefahren, so wie toll das für jemanden ist, der das 4-5 Mal im Jahr macht oder 2 Mal im Jahr oder von mir aus 6-7 Mal im Jahr, ich weiß das, es ist das geilste Hobby der Welt, aber wenn du auf der Rennstrecke lebst, dann steht dir das irgendwann hier oben und du kannst irgendwann diese Lautstärke nicht mehr hören, den Stress, diese Hektik, dieses permanente Unterwegssein, das hängt dir irgendwann von den Ohren raus. Und letztendlich, wenn du zu Hause eine Familie mit 2 Kindern und einem Haus sitzen hast, ja, und Hund und Frau und alles drum und dran, und du dein Kind nicht mehr dabei aufwachsen siehst, währenddessen es anfängt in die Schule zu gehen und, dann weißt du, hier muss jetzt irgendwann ein Stopp sein. Und deswegen habe ich auch die Handbremse angezogen und habe gesagt, wir bieten jetzt keine Coachings mehr an. Gott sei Dank muss ich die Coachings nicht mehr machen, um davon zu leben. Die Coachings waren Mittel zum Zweck, zum einen. Zum anderen habe ich teilweise Spaß dabei gehabt. Das hat war so ein bisschen davon abhängig, wie schnell waren der Fahrer, wie gut war der Fahrer, wie gut hat er es aufgenommen. Ich muss sagen, da hat es auch Situationen gegeben, das war einfach nur Job, da habe ich gedacht, der begreift sowieso nicht. Leider, also das ist tatsächlich, das ist meine ehrliche Meinung, ja, das ist knallhart ehrlich, aber es ist so. Und da war das wirklich nur Job. Und wenn jemand denkt, der kann froh sein, wenn er für lau Motorrad fahren kann, dann ist das nicht so. Und wie oft, dass man da sein Leben riskiert, wenn man so viel fährt, wenn du einmal aufs Dach gehst und eine Schindel austauscht, dann brauchst du keine Sicherung, weil das eine Mal wird schon wirklich nichts passieren. Aber wenn der Dachdecker jeden Tag 8 Stunden am Dach ist, dann braucht er ein Gerüst, weil irgendwann fällt er sonst 3-mal die Woche runter. Und genauso ist es bei mir. Durch das viele Fahren war das Risiko immens hoch irgendwann. Und ich habe gesagt, boah, ich sehe es fast gar nicht mehr ein. Ich weiß gar nicht, wie man das Risiko und die ganzen Kosten noch irgendwie decken kann. Weil wenn man am Ende des Jahres mal eine ehrliche Kostenaufstellung gemacht hat mit der Coaching-Geschichte, dann hat der Steuerberater gesagt, sag mal, für was machst du das eigentlich? Da bleibt ja nichts über. Das geht ja alles drauf. Und wenn man das im Nachhinein berechnet, dann stimmt es eigentlich, weil so ein 3-Tages-Event
ist für mich als Selbstständiger, als Firma eigentlich ein 5-Tages-Aufwand mit Vorbereitung, Nachbereitung, Instandsetzung. Wenn ich die Kilometer auf dem Fahrzeug rechne, auf dem Motorrad und auf dem Pkw, Sprinter, Wohnmobil, egal, und die Verschleißkosten mit so vielen Kilometern, dann hast du am Ende des Jahres eigentlich nur Geld umgeschoben. Hast zwar viel Umsatz gemacht, aber es ist genauso viel wieder ausgegangen. Und es war notwendig, um mich auf den heutigen Wissensstand zu bringen. Der heutige Wissensstand, der ergibt mir extrem viel. Bei 99% unserer Kunden, die heute reinkommen und ein fahrdynamisches Defizit an ihrem Bike haben, kann ich nachvollziehen, von was er spricht, weil ich das Problem kenne. Und ich hatte das in Tausenden von Rennstreckenkilometern bestimmt schon ein paar Mal. Und deswegen verstehe ich das. Und von dem her war das eine irrsinnige Substanz, eine irrsinnige Basis, ein Fundament, das ich erschaffen habe in meinem eigenen Konsens, in meinem eigenen Content, um den quasi wiederzugeben oder zu verstehen und darauf aufzubauen. Aber es hat mich echt geprägt und es war eine harte Zeit. Es kommt auch dazu, dass man da irgendwann Verschleißerscheinungen hat. Also wenn man mal, es hat Zeiten gegeben, da bin ich 10 Tage, 14 Tage am Stück Motorrad-Rennstrecke gefahren in Spanien, also 2 Wochen im Winter am Stück dort gewesen. Dann ging es los, dass du Abszesse bekommen hast zwischen den Arschbacken und am Oberschenkel und Sehnenscheibenentzündung an der rechten Hand und lauter solche Dinge, mit dem kalkulierst du ja gar nicht als Hobbyfahrer. Ne? Als Hobbyfahrer hoffst du mal, dass du keinen Sturz hast. Das habe ich auch gehofft, aber ich habe quasi einen körperlichen Verschleiß dadurch gehabt, dass es permanenter Hochleistungssport war. Und das hat mich schon ein bisschen auch geschwächt in meiner Psyche, in meiner mentalen Stärke, weil ich natürlich immer am Limit war. Ich war permanent am wirklich mit der Nase so viel über Wasser. Und das war auch der Hintergrund überhaupt, zu sagen, okay, ich brauche eine Alternative. Ich kann nicht, bis ich 55 bin, 25.000 Kilometer im Jahr im Kreis fahren. Das funktioniert nicht. Das ist realistisch betrachtet nicht möglich. Und deswegen brauche ich Alternativen. Und deswegen haben wir angefangen, die Seminare zu machen im Bereich Fahrwerk. Die Fahrwerke auszubauen, die Dienstleistungen auszubauen, in Thema Entwicklung zu investieren, mich damit zu beschäftigen, Motorradfahren für mich, eigene Rennstrecken-Events, nicht 15 Mal im Jahr, sondern 3, 4, 5 Mal im Jahr. Klein, ja, aber dann effizienter. Und wenn ich was gelernt habe die letzten Jahre, dann ist es vor allem die letzten 5% meiner Qualität, meiner Leistung zu verbessern. Und das geht aber nicht, wenn du am Limit rennst. Wenn du am Limit rennst, dann musst du schauen, dass du das irgendwie durchschlägst. Ne? Ohne Rücksicht auf Verluste, da bist du einfach nur im Tunnel. Wenn du dann aber versuchst, dich zu verbessern und die Ruhe kriegst, weil du irgendwas gut gemacht hast und da mal Glück hattest und dadurch ein bisschen Zeit gewinnst, dann fängst du an, die letzten 5% zu perfektionieren. Und ich kenne einen sehr guten Bekannten von mir, der hat einen großen Betrieb und der hat gesagt, wenn wir die letzten 5% unseres Produkts in der Qualität lassen würden, dann könnten wir unser Produkt mit der Hälfte des Geldes verkaufen. Und damit hat er recht, weil die letzten 5% die kosten irrsinnig viel Energie, aber das macht das Produkt viel, viel, viel besser. Und das haben wir jetzt im Bereich Fahrwerk gemerkt, dass wir uns da so eingefuchst haben, dass ich so teilweise wirklich mit dem Stoßdämpfer den ganzen Tag verbracht haben. Und obwohl die Stunden sowieso nicht bezahlt werden, weil das kann ja keiner bezahlen, macht ja gar keinen Sinn. Aber die Entdeckungen, die man dabei macht, die sind so viel wert, dass man sagt, okay, das sind immer wieder die 5% und das Produkt verbessern, die Kommunikation verbessern mit dem Kunden und so weiter. Und da bin ich jetzt eigentlich endlich einmal in ein Fahrwasser gekommen, wo ich sage, wow, jetzt kann ich meinen Perfektionismus auch da ausnutzen und nicht nur in anderen, in meiner Sauberkeitsfimmel oder keine Ahnung was, sondern auch in meinem Produkt, weil das auch so irrsinnig viel Spaß macht. Aber das ist beim Coaching, beim vielen Motorrad-Rennstreckenfahren nicht der Fall, weil dafür ist es zu extrem anstrengend. Also auch dieser permanente Adrenalineinschuss, den man hat. Also nicht nur, wenn ich für mich selbst fahre, sondern als Coach. Es ist immer Adrenalin, weil es ist immer Gefahr. Auch wenn jemand langsamer fährt wie ich, deswegen fahren wir auch 260, 270 auf der Startziel oder mit 180 durch eine Kurve. Wenn ich selber fahre, fahre ich vielleicht mit 195, aber who cares, ne? Wo ist da schon ein Unterschied? Das ist beides gefährlich. Von dem her, dieser permanente Adrenalinpegel, der schadet auch dem Körper irgendwie und du bist auch nicht mehr du selbst.
Und mir ist es auch aufgefallen, dass ich so am Limit war, dass ich halt teilweise auch auf der Rennstrecke, wenn Leute zu mir kamen und wollten mit mir quatschen, dann war ich, mir stand es halt hier. Ich war nicht mehr aufnahmefähig. Ich war nur noch darauf aus, den Kunden irgendwie zufriedenzustellen und das Heile über die Bühne zu kriegen und wieder nach Hause zu kommen. So weit war das. Und da war ich bestimmt auch für den einen oder anderen extrem unsympathisch. Und das tut mir auch im Nachhinein irrsinnig leid. Und da bin ich eigentlich, ich bin nicht unsympathisch. Bloß bin ich vielleicht manchmal nicht in der Komfortzone erwischt worden, sondern eventuell total out of comfort. Ja. Und da ist man einfach, hat man nicht die Ruhe und man setzt sich nicht hin und sagt, oh, komm, setz dich her, trink mal Kaffee, quatsch mal ein bisschen, sondern du denkst dann nur, Alter, hör auf, ich habe keine Zeit. Von dem her, also, es war natürlich ein riesiger Prozess und ich laber jetzt auch ein bisschen das Labervideo und am Ende des Jahres darf man das auch mal machen. Und ihr dürft ruhig auch mal den Einblick und auch meine ehrlichen Worte, die ehrlichen Gedanken dazu haben. Und klar gibt es da den einen oder anderen Kritiker und Neider und es gibt auch bestimmt Dinge, die habe ich falsch gemacht in den letzten Jahren, ganz klar. Aber was soll ich jetzt im Nachhinein machen? Ich kann es nur besser machen und das versuche ich jeden Tag, versuche ich mich zu verbessern. Dinge, die ich vor einem Vierteljahr, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr falsch gemacht habe, ab heute, ab da, ab dem Zeitpunkt, wo es mir bewusst worden ist, besser zu machen. Und ganz klar, das ist der Lebensprozess. Und meine Anforderung früher war ich damit gut, wenn ich wusste, okay, der nächste Monat ist bezahlt. Heute bin ich froh, wenn das nächste Jahr schon irgendwie im Butter ist. Ja, das ist so, die Ansprüche werden auch höher und der Perfektionismus wird besser. Ja, und dann kamen natürlich auch andere, die ganzen Hersteller, Produkttests etc. pp. Das kam natürlich auch alles irgendwie auf mich heran, obwohl ich sagen muss, und da bin ich nach wie vor nicht der Typ dazu. Ne? Es war, wenn 1000 PS bei dir anruft oder Motorradhersteller Ducati und bla bla bla, so wie das war, dann ist das für jemanden wie mich oder auch für einen anderen YouTuber oder dann ist das eine tolle Sache. Das ist ein Ritterschlag. Jeder denkt sich, boah, cool, ey, Ducati ruft bei mir an und ladet mich ein auf ein Event und du denkst, wow, ey, alles richtig gemacht. Ne? Und das, ich denke, ist auch richtig so, dass man sich das, ne, dass man da sich cool vorkommt dabei. Das ist auch durchaus berechtigt. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich nicht der Typ dazu bin. Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich mit dem Großteil der anderen Menschen identifizieren kann. Auch wenn ich das vielleicht hin und wieder mal gut gespielt habe, weil ich ein guter Schauspieler bin, aber grundsätzlich bin ich es nicht. Ich bin ein totaler Eigenbrötler, ich will meine Ruhe haben, ich will alleine sein. Und ich bin vor allem nicht immer der Meinung, die viele andere sind. Weil ich Dinge anders hinterfrage oder vielleicht auch falsch hinterfrage. Kann sein, dass ich falsch liege, ist mir egal. Aber es ist meine Meinung und wenn ich falsch liege, will ich es irgendwann rausfinden, indem ich Fehler gemacht habe. Aber bei manchen Sachen hat sich auch bestätigt, dass meine exzentrische Meinung vielleicht auch Recht behalten hat. Und dieses typische, ey, das ist alles super, alles toll und das Bike, wow, und schau dir das an, wie toll das aussieht. Ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll davon, ich kann das nicht mehr hören. Und da bin ich falsch, ich bin da falsch. Und wenn ich mir die anderen Journalisten anschaue, mit denen ich da teilweise eingeladen war, dann denke ich mir, was redet denn der überhaupt? Ich kann nicht zuhören, ich kann dem noch nicht einmal mehr zuhören, weil ich muss gehen, ich muss mich umdrehen, Entschuldigung, bayerisch. Ich muss mich umdrehen und muss gehen. Ich kann ihm nicht zuhören. Und ich denke ganz selbstkritisch, dass ich mir selbst hätte in manchen Situationen nicht zuhören können. Aber man wird dazu unterbewusst gezwungen, ich habe das auch schon in anderen Videos gesagt, dass man natürlich schön chauffiert wird. Ne? Das ist so. Du wirst chauffiert, tolles Hotel, Essen, bla bla, VIP, ab nach Bahrain, da, Business Class Flug, alles. Da wirst chauffiert wie vom Herrn. Ganz ehrlich, dann fliege ich halt da nicht hin. Wenn ich hin will, dann fliege ich so hin. Mach dort Urlaub mal zwei Tage oder am Wochenende. Oder suche mir eine andere Arbeit dort. Aber das ist nicht meine Art. Und da ist es sehr, sehr schwierig, kritisch zu sein. Und meine Kritik gegenüber dieser Sache, wo ich ja schon oft geäußert habe, dass ich diese herstellerbezogene in Arschkriecherei nicht pack und nicht mehr mag und auch nicht mehr machen werde, das kam ganz schlecht an bei den Herstellern. Also da gibt es wirklich, also pff, ja, ich habe da auch ein paar Mal versucht, da Kontakt aufzunehmen und sage, Alter, wieso schimpft ihr über mich? Ne? Ihr seid doch hier Deutschlandvertrieb von großen japanischen Herstellern, was ist denn euer Problem? Naja, da kommt nicht mal Antwort drauf. Also das ist tatsächlich so. Also es ist ein riesiger Kindergarten und da habe ich gar keinen Bock drauf. Und wenn es irgendwann sein muss, ganz ehrlich, dann kaufe ich mir selbst ein Motorrad und klebe ab, was es für ein Hersteller ist. Ich klebe es ab. Bin ich wirklich durch, dann fertig damit. Und diese Politik,
Mir wurde vorgeworfen, als ich von Yamaha auf Honda bin, weil ich mich dafür interessiere, aus technischer Basis. Ich wollte mich aus technischer Basis dafür interessieren, warum ist die Honda so viel anders? Was ist anders? Was muss man machen, damit man damit... Warum fahren sie so wenig, außer dass sie teuer ist? Und deswegen wollte ich mal Honda fahren. Das wird für manche verstehen das so, als wenn du von der CDU zur SPD gehst. Also wenn du die politische Partei wechselst, nur weil du den Motorradhersteller wechselst. Für mich ist nach wie vor die Yamaha das schnellste, einfachste, schnellste zu fahrende Motorrad. Das ist so, das wird auch wahrscheinlich noch eine Zeit so bleiben. Nichtsdestotrotz reizt mich jetzt gerade was anderes. Weil jetzt gerade der Tag dazu ist, was anderes zu machen. Und das kam bei vielen nicht gut an. Nur weil ich sage, okay, ich muss mich mal verändern. Bei mir rufen Leute an und sagen, du, ich habe eine Honda Fireblade, kannst du mir da helfen? Und ich kann sagen, ja, ich kann dir die Standardölungsdaten geben, weil ich habe keine Erfahrung damit. Und heute habe ich schon diverse Testkilometer drauf auf der SC82 und weiß, da muss das so sein, da muss das so sein, das funktioniert nicht, da bin ich mir noch nicht sicher, aber das kriegen wir auch noch hin. Das ist ein Prozess, das ist eine Entwicklungsphase und es gibt über das Motorrad nichts. Der Einzige, der wahrscheinlich was hat, ist Holzhauer und der wird den Teufel tun und das rausgeben. Logischerweise, würde ich auch nicht. Von dem her muss ich die Daten sammeln. Und das muss ich theoretisch mit jedem Motorrad. Und wenn wir uns ehrlich sind, muss ich theoretisch jedes Jahr ein anderes Motorrad fahren, um Daten zu generieren, eigene Daten zu generieren. Nicht nur die Daten, die wir mit unseren Kunden generieren, sondern auch die, die ich selbst auf dem Popometer generiere. Und da komme ich dazu, zu dem, was mir wieder irrsinnig Spaß macht. Und ich habe das bei dem Metzler-Test in Portimao gesehen. Das war ein ganz freier Test. Ich habe keine Einflüsse gehabt. Ich bin nicht gepudert worden dafür. Keine Ahnung, ich habe einfach Bock drauf gehabt. Ich wollte einfach Moped fahren. Also die Lust ist nicht vergangen. Nachdem ich dann eine Zeit ein bisschen Abstand hatte, habe ich dann echt Bock gehabt, Moped zu fahren. Und dann hat mir der Bike Promotion Thomas so eine Standard Yamaha 1 gegeben mit ABS und Spiegel. Und dann hat er mal die Metzler CD draufgepackt. Und dann habe ich gesagt, ich fahre dann mal 2 Tage. Und dann bin ich in zwei Tagen, glaube ich, bin ich 130 Runden gefahren oder so, wenn es gereicht hat. Und habe einfach nur Spaß gehabt, Und dann habe ich vergessen, wie es war, einfach Spaß zu haben beim Motorradfahren. Und das ist weggegangen, weil ich nur gecoacht habe. Ich war nur zum Coaching auf der Rennstrecke, nur für jemand anders. Das heißt, diese tolle, diese irrsinnig gigantische Leidenschaft hat so immer so einen faden Beigeschmack gehabt. Ich muss um 7 Uhr morgens auf der Matte stehen. Ich muss um 8.30 Uhr den ersten Turm fahren. Ich kann nur zum gehen in der Mittagspause, weil ich es sonst zeitlich nicht schaffe. Verstehst du, was ich meine? Und das verdirbt, ich meine, das ist mein Job, klar habe ich das gemacht. Und klar kann ich schon über den Schatten springen und so, aber im Vordergrund soll auf der Rennstrecke eigentlich der Spaß stehen. Und wenn du nur mehr auf der Rennstrecke arbeitest, dann verlierst du den Spaß. Und ich kenne ganz viele, die das haben nicht kontrolliert bekommen und konnten es nicht trennen und haben es irgendwann so weit gebracht, dass sie auch selber nicht mehr fahren wollten. Die haben echt die Lust so verloren, die wollten es selber nicht mehr Moped fahren. Und haben dann auch aufgehört. Und das würde ich, den Teufel würde ich tun, um Moped fahren aufhören. Ich meine, das ist meine Leidenschaft. Ich denke Tag und Nacht an das Motorrad Rennstrecken fahren. Ich sitze jeden Abend bis 12, 1 Uhr morgens am Computer und es hat immer entweder mit Arbeit oder mit Motorradfahren zu tun. Es gibt eigentlich nichts anderes in meinem Leben. Das aufzugeben wäre, als wenn jemand mir den Boden unter die Füße wegziehen würde. Das ist überhaupt keine Option. Aber ich muss wieder mehr für mich selber fahren. Ich muss für mich mehr Moped fahren und muss dieses tolle Hobby, diesen Spaß dabei wieder zurückgewinnen, in dem, dass ich eben selber fahre. Und den kriege ich auch zurück. Und wenn ich jetzt im Winter einmal Bock habe, nach Spanien zu gehen, dann mache ich das auch. Ganz packe ich den Sprinter voll, lade das Moped ein, ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Reifen und gebe ihm. Dann fahre ich für mich. Aber ich mache kein Coaching mehr. Das werde ich nicht mehr machen. Zumindest nicht, auf jeden Fall nicht dieses Jahr und nicht kommendes Jahr und vor allem auch mit den exorbitanten Kosten, die natürlich so brachial nach oben gegangen sind. Wer soll denn das schlucken? Ne? Also das ist, ich verstehe jeden, der sagt, ich kann mir Motorradrennstrecke nicht leisten, weil die Kosten zu krass sind. Ich habe ein paar Tipps dafür, das werde ich in einem anderen Video nochmal ausspielen. Bei mir war es eben die Frage, wenn du das beruflich machst, dann musst du ja damit Geld verdienen und Geld verdienen, da wird es dann irgendwann knapp. Also das wird irgendwann Neverending Story mit den Kosten. Ja? Also wie viel soll ich dem Kunden noch abnehmen, damit irgendwie unsere Kosten gedeckt sind und dass ich irgendwo auf einen annähernd vernünftigen Stundenlohn komme? Das ist fast einfach facto unmöglich. Ja, da haben wir viel von der Vergangenheit gesprochen. Wir sehen, es ist krasse Zeit gewesen. Ich habe viel darüber zu erzählen. Das ist auch genau der Grund, warum ich mein Buch angefangen habe zu schreiben, wie man das Fahrwerk vom Motorrad abstimmt, einstellt und wie man es versteht, der genaue Titel und so weiter, das werde ich noch publizieren.
Das wird ein Ratgeber, es wird ein Sachfachkundebuch im Motorrad-Fahrwerkebereich. Ist natürlich am Anfang auch eine kurze Story von mir mit dabei, sodass man so ein bisschen weiß, für die, die mich nicht kennen, was erzählt denn der da überhaupt oder wer ist denn das überhaupt, der was erzählt. Und da sind auch Dinge drin, die ich noch nie in einem Video kundgetan habe, die ich mir eigentlich bis dato noch aufgespart habe. Warum, wieso, weshalb, ne? So die einen und anderen Sachen. So, das kommt für die Zukunft. Bin sehr fleißig dran, schau mal, wann ich es dann letztendlich publizieren kann. Das werde ich dann noch mit einem gesonderten Video mal drauf eingehen. So, dann haben wir ein bisschen Expandierung im Bereich Content Creation, also im Bereich Video für die Zukunft. Wir möchten wieder mehr auf auch die Einsteiger eingehen, auf die, die nicht so viel Erfahrung haben, nicht so viel trauen, auch alte Videos nochmal neu aufarbeiten, neu aufleben lassen mit heutigen Informationen, aber mehr geschnitten für auch denjenigen, der es vielleicht nicht so gut weiß oder noch nicht so viel Erfahrung hat. Dazu hole ich mir jemanden in die Firma rein, der den Motorrad und Motorsport aus einer anderen Perspektive sieht. Ich bin so ein bisschen betriebsblind geworden. Viele Dinge, die für dich interessant sind, sind für mich klar und ich stelle mir die Frage gar nicht, von dem her tue ich mich schwer, darüber ein Video zu machen, weil ich gar nicht weiß, dass es ein Thema ist. In dem Bereich hole ich mir jemanden, der mich da unterstützt, der so als Protagonist in den Videos quasi ein bisschen arbeitet und mich immer in den Videos mit einbezieht und mir die Fragen stellt. Also mehr oder weniger die Dolmetscherbrücke zwischen euch und mir so ein bisschen herstellt und dadurch die Inhalte hochwertiger und qualitativ besser werden, hoffe ich. Also das ist der Plan. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Ja, dann haben wir sehr viel fahrwerkstechnisch vor, sehr viele Entwicklungen, die wir gerade nebenbei machen. Da bin ich ganz, ganz stark gespannt immer. Also was da letztendlich rauskommt, das sind oft Nächte auf dem Prüfstand, wo wir viele Sachen probieren, um unsere Fahrwerke noch einzigartiger zu machen. Ich denke, dass wir so eine gewisse Berechtigung schon dafür haben, aber ich glaube, da geht noch immer mehr. Ja? Und das ist auch die eine Sache, wo ich mich ganz stark darauf fokussiere. Dann werden wir jetzt eine große Videoreihe drehen für das allgemeine Verhalten auf der Rennstrecke in vielen Unterkategorien, um auch unsere eigenen Track-Day-Events so sicher wie nur möglich zu machen. Das ist mein Anliegen ist echt, die Rotphasen zu minimieren. Ich habe keinen Bock auf Rotphasen, vor allem nicht auf Unnütze. Ich meine, wenn man übers Vorderrad stürzt, auf der Bremse am Kurveneingang, meiner war es zu schnell. Aber das Problem ist, dass auf den Tausenden und fast schon Hunderttausend Rennstreckenkilometer, die ich abgespult habe, das eigentlich nie die Sturzursachen sind. Sondern die meisten Sturzursachen sind eigentlich immer Leichtsinn, Unachtsamkeit, und falsche Einschätzungen. Und das ist das nicht, weil einer zu schnell fährt, sondern weil er Fehler macht, die total irrational sind. Und das muss man ausmerzen. Und eben, weil der Verkehr noch zu viel ist, weil viel zu viel los ist auf der Rennstrecke. Ich meine, ich verstehe jeden Veranstalter, der 220 Leute einbuchen muss, damit er mit dem Preis rundum, damit er irgendwie rundum kommt. Ich verstehe das schon. Allerdings, wir sehen jetzt auch, dass es anders geht. Dass wir sagen, okay, wir machen nur 100 Leute, und in vier Gruppen mit 25 Mann. Und dafür müssen wir natürlich den Preis anziehen, weil die Rennstrecke wird dadurch auch nicht günstiger. Aber jeder akzeptiert, oder nicht jeder, aber viele akzeptieren das und sagen, ja klar, das ist mir das ja wert, weil bei einem Event, wo ich 150 Euro weniger zahle und dafür aber nur die Hälfte Fahrzeit habe, wie steht es in Relation? Und deswegen... Und da haben sich ganz, ganz viele andere Veranstalter darüber geäußert und gesagt, das System wird nicht funktionieren. Und siehe da, die ersten zwei Events sind voll ausgebucht, beziehungsweise fast ganz voll. Ich glaube, ein paar einzelne Plätze haben wir noch. Aber wir sehen, es funktioniert, das Ganze wird angenommen. Und jetzt können wir uns natürlich voll reinhängen und können dieses System bis ins letzte Detail verbessern. Und wenn das jetzt die Videoproduktion ist für maximale Sicherheit, wie man sich auf der Rennstrecke verhält und wenn es die Kommunikation mit dem Kunden ist und der kostenlose Fahrwerkservice, wo man Dinge verbessern kann am Fahrwerk und so weiter, wo wir... Und ich glaube, Steve Jobs war das, der gesagt hat, nimm ein Produkt und verbessere es so lange, bis es perfekt ist. Und genauso habe ich das eigentlich vor. Ich setze mich in unsere Produktschiene rein. Das ist einmal die Track Days, das sind die Fahrwerke, das sind die Seminare.
ja, das war's dann ziemlich, ne? Also das, that's it. Ja? Und nicht noch hier, wir müssen noch ein paar Kupplungen und ein paar Motoren verkaufen und nein, die eine Schiene. Und wenn Leute zu mir kommen und sagen, kannst du mir bitte noch die Bremspumpe mittauschen, dann sage ich, nee, machen wir nicht. Wir machen Fahrwerke. Ich muss einen Reifen ausbauen dazu, ja, aber das war's dann auch schon. Also wir haben uns wirklich nur aufs Thema Fahrwerk spezialisiert und das ist auch gut so, ja, weil man da auch bessere Routine hat, als wie der Mechaniker, der heute einen Motor revidieren muss und nächste Woche ein Fahrwerk revidieren muss und dann muss er eine Verkleidung zuarbeiten, dass die schön aussieht und gut passt. Also das ist meiner Meinung nach schwierig, also wenn man immer nur das eine macht. Zwar verschiedene Hersteller, egal ob Öhlen, Skytech, Original oder sonst irgendwas, aber trotzdem ist das Prinzip immer das Gleiche. Und immer. Das ist die Zukunft. Ich bedanke mich an jeden da draußen, der seit Anfang des Kanals dabei ist, von November, Dezember 2018. Es gibt bestimmt noch ein paar sind bestimmt schon gegangen, weil sie gedacht haben, meine Lupenna, du gehst mir am Sack, das gibt es wahrscheinlich auch, das muss ich akzeptieren. Manche berechtigt, manche unberechtigt. Ansonsten bedanke ich mich bei jedem, der immer noch dabei ist und dabei sein wird in Zukunft und dabei bleibt. Und auch an unsere ganzen Kunden da draußen, die das alles mit aufgebaut haben, die das alles ermöglicht haben, dass überhaupt das noch so weiterläuft. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, dass ihr so ein bisschen mal einen Einblick hinter die Kulissen habt. Jetzt haben wir hier 31 Minuten auf der Uhr. Das ist schon ein bisschen heavy für so einen, aber sind meine Worte. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch eine besinnliche, ein bisschen eine ruhigere Weihnachtszeit. Hoffentlich muss keiner hungern, hoffentlich muss keiner frieren. Ja, es werden bestimmt bessere Zeiten kommen, auch was die Energiekrise anbelangt. Optimistisch bleiben, nicht pessimistisch bleiben, sondern optimistisch bleiben. Alles, was du selber ändern kannst, änderst, um dass der besser geht. Und alles, was nicht in deiner Macht liegt, spar dir die Energie dafür. Mein Tipp als zum Schlusswort. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin und ciao.